so eine 40-jährige Frau, die so Klunker um den Hals hat und so ein hübsches Kostüm anhat. Und die hat dann Diamond Hands drauf. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gestern endlich die neuen Bilou-Schäume ergattert und natürlich, wie es so üblich ist auf meinem Kanal, werde ich die heute mit euch zusammen testen. Ich habe mal wieder bis zu diesem Video gewartet, um sie auszuprobieren. Also ich habe noch nicht dran gerochen. Ich habe mir auch noch kein Video zu den neuen Bilou Duschschäumen angeschaut. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an mit dem ersten Duschschaum. Übrigens gibt es am Ende auch noch eine Verlosung. Die findet diesmal auf Instagram statt, aber alles dazu auch nochmal am Ende des Videos. Wir fangen dann mal an mit Frosty Mint und ich finde ja vor allem dieses Zeichen mal wieder super süß. Also ein kleines gefrorenes Eis. Und ich bin mega gespannt, wie das gleich riecht. Oh, es kommt schon mega aus der Flasche raus. Wow, das riecht nach Kaugummi. Also wir haben wieder einen ganz normalen Duschschaum. Und ich muss sagen, dass der echt mega süß riecht. Ich hätte bei Mint eindeutig was Herberes erwartet. Oder was Frischeres. Ich rieche keinen Mint. Ich esse keinen Mint. Also ich finde, es riecht mega süß. Es riecht auch mega lecker. Aber ich hätte irgendwie bei Frosted Mint was ganz anderes erwartet. Ich wasche mir jetzt mal die Hände und dann kommen wir zum nächsten Duft. Auf den nächsten Duft bin ich auch mega gespannt, weil er diesmal in einer etwas anderen Verpackung kommt. Also es gab ja schon mal Düfte, die so eine komplett bedruckte Packung hatten. Das finde ich irgendwie noch hübscher als die ganz weißen Packungen. Hier haben wir jetzt Snow Rose und ich hoffe ein bisschen, dass es nach Rose riecht, weil ich Rose auch super gerne mag als Duft. Also der hier riecht deutlich dezenter als der erste, der Frosty Mint Duft. Aber auch hier kann ich irgendwie keine richtige Duftrichtung zuordnen. Das war bisher noch nie so bei den Bilou-Duschscheiben. Die waren immer so gut und so definiert. Also nach Chocolate oder Cherry oder Watermelon. Es war einfach immer so richtig definiert, der Geruch, der drauf stand. Die beiden Düfte gibt es übrigens auch als Handschaum. Das habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil es riecht ja dann genau gleich. Aber ich habe mir noch die zwei neuen Handschäume, die es gibt, gekauft. Und zwar einmal Diamond Hands und Cozy Hands. Cozy Hands hört sich einfach so schön an. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Das hört sich einfach an wie perfekt für den Herbst, Winter. So, ich nehme das jetzt mal auf einen Handrücken. Wow! Oh! Oh mein Gott. Das riecht einfach original nach Vanille-Traum. Das riecht richtig lecker. Leute, ich hätte die Duschschäume hätte ich jetzt irgendwie nicht so weit empfohlen. Aber Cozy Hands auf jeden Fall. Das riecht richtig gut. So, und dann gucken wir mal, ob der zweite Handschaum auch noch genauso überzeugend ist. Und zwar ist das jetzt Diamond Hand. Mal schauen, ob meine Hände gleich erstrahlen werden. Kommen ein bisschen explosionsartig aus der Packung. So, der riecht sehr klassisch. Der riecht sehr parfümiert, also ein bisschen schwerer ist der Duft. Finde ich jetzt irgendwie nicht so passend als Handschaum. Ich bin diesmal irgendwie nicht so überzeugt. Es tut mir voll leid, aber ich will euch ja auch meine ehrliche Meinung sagen, ja. Also Diamond Hands ist eher dezent, wenn man es mal drauf hat. Aber es riecht ein bisschen schwer, also riecht echt so classy. Das Diamond Hands passt richtig gut mit der Beschreibung. Also ich würde es mir eher so vorstellen, so eine 40-jährige Frau, die so Klunker um den Hals hat und so ein hübsches Kostüm anhat. Und die hat dann Diamond Hands drauf. Ja, Leute, nichtsdestotrotz, auch wenn mir die Duschschäume nicht hundertprozentig gefallen haben, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Das heißt, es kann sein, dass euch die Duschschäume durchschimmeln. Das heißt, es kann sein, dass euch die Duschschäume mega gut gefallen und euch mega gut riechen. Und deswegen gibt es auch eine Verlosung. Ihr könnt jeweils einen von den vier Schäumen, also Hand- und Duschschäumen, ich zeige sie euch nochmal, jeweils einen könnt ihr gewinnen auf Instagram. Ich werde, wenn dieses Video online kommt, auch ein Bild online posten auf Instagram. Hier unten könnt ihr meinen Instagram-Namen lesen. Ich heiße dort marie-ten-. Mit den Unterstrichen manchmal ein bisschen kompliziert, aber ihr bekommt das hin, ich bin mir ganz sicher. Ich habe es euch auch nochmal in die Infobox geschrieben. Und unter diesem Bild könnt ihr teilnehmen. Da müsst ihr dann einfach nur mir auf Instagram folgen und einen lieben Kommentar schreiben, welchen Duschschaum ihr gewinnen wollt. Und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Die läuft nämlich auch nur bis Sonntag. Also ist eine ganz fixe Verlosung, weil ich danach bald in den Urlaub fahre für 3 Wochen. Und dann dachte ich mir, es ist cooler, wenn die Verlosung noch vorher beendet ist. Übrigens habe ich mega viele Bilou-Duschschäume zu Hause und auch Handschäume. Falls ihr Lust habt, dass ich mal ein Mischen-Video mache, also alle komplett zusammenmischen. Ich weiß nicht, ob das
ob ihr das cool findet oder nicht. Aber stimmt gerne mal hier oben im i ab, dann könnten wir das auch noch als Video machen. Vergesst nicht, ein Abo da zu lassen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und auch über einen lieben Kommentar und einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!